Was geht ab, Leute? Einen wunderschönen guten Abend von meiner Seite. Heute mal nicht ganz so lost unterwegs. Mike müsste an sein und wir sind auch fast pünktlich. Eine Minute später. Also, das kann man, denke ich, tolerieren. Wie geht's euch? Mir geht's gut soweit. Ihr seht eine kleine Veränderung im Hintergrund. Das alte Schmuckstück habe ich wieder ausgekramt und entstaubt. Das stand die ganze Zeit in der Box. Denn, ja, mein anderes wurde ja geklaut und teilweise waren ja die Parts von dem Rad an dem neuen Rad und wurden halt mitgeklaut. Ja, jetzt habe ich noch den Rahmen und weil das ja so ein bisschen sowas Besonderes ist, erstmal ist der Rahmen sowieso, war damals schwierig zu kriegen, beziehungsweise ist allgemein sehr schwierig zu kriegen gewesen, weil er sehr begehrt war mit diesem All-Slick-Design. Und gibt es auch kaum noch. Hat oben leider irgendwo hier eine leichte Delle drin. Aber gut, macht sich dafür gut für den Hintergrund. Vielleicht moven wir das Ganze auch noch so ein bisschen weiter nach hinten, dass ich noch so ein bisschen mehr im Hintergrund platzieren kann. Denn das Neon-Logo kommt auch, sollte eigentlich unterwegs sein. Ich habe der netten Dame von der Firma aus England vorhin noch eine Mail geschrieben. Sie meinte, sie wollte sich bis heute Abend melden und lass mich raten, hat sie nicht gemacht. Nee. Und stattdessen hier eine Mail, dass Elias jetzt live auf Twitch ist. Dem habe ich eben auch noch geschrieben, aber das war zu kurzfristig wohl. Wann kommen neue Sachen in den Shop? Fragt Adrian Golenz. Sind schon vor ein paar Wochen bestellt. Und zwar kann ich ja schon verraten, es wird neue Sweatshirts auf jeden Fall geben. Also neue Pullover ohne Kapuze. In zwei verschiedenen Farben. Die sollten in 2 Wochen dann auch endlich hoffentlich da sein. Also auf jeden Fall noch vor Weihnachten verfügbar. Einer davon passend zu der Navy Cap, zu der blauen Trucker Cap. Und der andere in einem bisschen anderen Design. Außerdem kommen noch ein paar Sachen nach, die jetzt längere Zeit ausverkauft waren in den meisten Größen, wie zum Beispiel das Ride All Day Long Sleeve. Das gibt es jetzt auch endlich dann in XS. Das gab es vorher immer nur ab Größe S. Was hältst du vom Canyon Sender? Wie gesagt, ich kann Fragen zu anderen Rädern, die ich nicht gefahren bin, schwer beantworten. So, ich kann deswegen eigentlich in erster Linie auf, ja, eigentlich nur auf Rose Bikes eingehen, auf All-in BMX-Räder oder manche andere BMX-Räder und auf das Inspired Tri-Bike, was ich habe. So, sonst hält es meine Erfahrung da so ein bisschen in Grenzen. Fährst du dann auch mal das Whale-Tail, wenn es bei Lukas fertig ist? Ja, auf jeden Fall, wenn das da, sobald das fahrbar ist und ich das mal wieder schaffe, den weiten Weg in den Osten zu Lukas 5 Stunden Fahrt auf mich zu nehmen, dann auf jeden Fall. Ich habe auch schon gesehen, das neue Video, da können wir gleich mal kurz reinschauen von dem Bild, was er da gerade macht. Was hast du heute gemacht? Was habe ich heute gemacht? Ich habe einen Discord erstellt für die Ehrenmitglieder hier. Die Mitgliedschaft ist ja ab jetzt verfügbar, das geht ja seit gestern und wenn man in der höchsten Stufe ist, dann kommt man in den Discord mit rein. Da haben wir eben auch noch kurz gelabert mit den ersten Mitgliedern, die drin sind. Das habe ich eben noch gemacht. Dann habe ich das BMX dort platziert. Davor habe ich gekocht und gegessen. Und davor war ich unterwegs im Baumarkt, habe ein paar Teile geholt, die ich brauchte. Unter anderem zum Beispiel für das Grundstück. Dann habe ich heute ein paar wichtige Telefonate geführt. Und denn morgen steht was richtig Geiles an. Und zwar hole ich morgen was ab. Das wird den ganzen Tag wohl dauern. Ich muss ja erst hinfahren, das Ganze abbauen, das Ganze zu mir nach Hause fahren, das Ganze wieder aufbauen. Wobei aufbauen wird morgen schon sowieso nichts. Das wird alles nicht an einem Tag klappen. Aber ich will es am liebsten schon erzählen. Aber ich will erst, dass es in trockenen Tüchern ist. Ich will das erst hier haben. Ich will das erst alles abholen und so. Und dann kann ich euch das demnächst in dem Video zeigen. Das wird auf jeden Fall richtig geil. Habe ich mir schon lange gewünscht und ja. Wo kommt das BMX wieder her? Wie gesagt, das ist mein ganz altes BMX. Das war quasi noch die Restteile, die ich davon hatte. Was sind gute Dirtbike-Lenker? Also ich fahre am liebsten auf dem Dirt den Reverse-Base-Lenker. Den Reverse-Base 790. Ich kürze ihn dann immer auf 750. Am liebsten in Titanblau. Kann man sich mal privat treffen? Also ich schaffe es jetzt nicht, mich privat mit hier einzelnen Leuten zu treffen. Wenn man mich halt zufällig irgendwo sieht, kann man mich gerne ansprechen. Da habe ich kein Problem mit. Das mache ich immer gerne. Ich mag es nur nicht so gerne, wenn Leute bei mir zu Hause vorbeikommen, aber das ist, denke ich, verständlich. Nee, ein Airbag wird es nicht sein.
Ich glaube, da kommt keiner drauf, was es ist, weil es ist ein bisschen zu abwegig. So, es ist nicht so ein Standardding. Cross King oder Race King für Slope Duro? Weder noch. Weil Slope Duro wird ja 27 ein halber sein. Da würde ich auch, ja, wobei ja Cross King weiß ich nicht. Also ich auf meinem Free Slope fahre halt die Baron-Reifen. Okay, einer hat es erraten im Chat. Ich sage jetzt aber nicht wer. Aber ja, ist richtig. Aber mich wundert das gerade, dass du das, wie du darauf gekommen bist, weil es halt eigentlich schon recht abwegig ist. So. Okay, Just in Dirt hat's erraten. Aber wie, also sag mal gerade, wie kommst du da drauf? Weil, ja, Andreas Kobrisev, Alter, es gibt morgen eine neue Waschmaschine. Ich habe schon so lange drauf gewartet. Sag mal bitte, welches Mikro du benutzt. Das Blue Yeti Mic. Ich zeig's mal gerade hier in die Cam rein. So sieht es aus. Mit dem Popschutz hier vor. Mit diesem Yeti-Caster, also dieser komplette Halterung, die dahinter ist. So heißt es. Ich hoffe, dass es jetzt hält. So. Hast du Bock auf das neue Video von Quirly? Liebe Grüße und schönen Abend. Können wir gleich mal gucken, ob das reinpasst. Ich weiß noch nicht ganz, was ich so von Quirly halten soll. Ich habe ja schon mal erwähnt, dass das immer so ein bisschen kontrovers ist mit den Motocross-Fahrern, die wirklich auf der Strecke richtig professionell Motocross fahren wollen und dann die Leute, die denen die Tour versauen, weil sie die ganze Zeit nur illegal fahren. So. Aber ja, meine Waschmaschine ist kaputt. Einer schreibt, ja, bitte Quirly. Der nächste schreibt, nee, was für Quirly? Gaming Toaster mit Wasserkocher. Justin Durden, jetzt sag mal ernsthaft, wie bist du darauf gekommen? Weil ich finde das eigentlich zu abwegig, um das einfach mal so zu erraten. Zap MTB habe ich noch nie gehört. Jo, ich würde sagen, wir schauen kurz mal rein in die Ride Gang Edit. Und dann habe ich so ein paar Videos offen, in die ich sowieso gerne reinschauen wollte. Aber, Mini-Kicker gibt es sogar noch on top. Michael Loris Braun. Vielleicht packe ich es morgen schon in eine Instagram-Story. Ansonsten kommt da auf jeden Fall ein separates Video zu. Es hat auf jeden Fall mit einer der Firmen zu tun, die hier an der Wand stehen. D-d-d-d. Ganz viele Mini-Kicker. Nee, nur einer. Aber das ist nur der Bonus. Muss man 18 sein, um Mitglied zu sein? Nein, muss man nicht. Ich weiß nicht, was da von YouTube aus das Mindestalter ist, um so eine Mitgliedschaft abzuschließen, aber ich glaube, 18 muss man nicht sein. Uff, der Rahmen hinter mir. Ich habe ja schon mal überlegt, ob ich den irgendwie verlosen soll, ne? Aber nee, dazu häng ich da zu sehr dran an dem Rahmen. Ne? Ich mag den schon so ein bisschen. Auch wenn es nur als Deko jetzt noch dient. Wie heißt das Lied vom Pump Track Reel auf Insta? Yes von Kyle. Gib einfach ein bei YouTube. Yes, Kyle. Kyle. Da findest du das Lied. GoPro, nein, mit GoPro hat nichts zu tun. Paul MTB, ja, ist korrekt. Ja, Noah Fighten ist auch korrekt. Meine Cam, mit der ich gerade filme, ist eine EOS M50 mit einem 30 mm Sigma-Objektiv. Was hast du für Ziele für 2021? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, was Ziele angeht für 2021, habe ich bisher nicht so richtig konkret definiert, was ein bisschen mit der ganzen Gesamtsituation zusammenhängt, mit Corona. Da ich normalerweise ja eigentlich sehr auch von, ja, so Events und so weiter, oder zumindest Events und weiteres gerne mit einplane. Und das hat alles flach,
fällt. Und deswegen würde ich hoffe, dass ich so eins der Ziele, die ich habe, ist auf jeden Fall, meinen eigenen Compound auszuweiten. Und dann mich ja auf diverse Videoprojekte zu stürzen. Aber ich brauche das, ja, ich brauche noch so ein paar, ich muss noch so ein paar Voraussetzungen vorher dafür erfüllen. Zum Beispiel will ich halt immer noch am liebsten so eine Bike-WG gründen. Was heißt reine Bike? Eigentlich gar nicht mal Bike-WG, aber ich würde liebend gerne mit einem Filmer-Fotografen-Creator halt zusammenwohnen, damit ich halt viel mehr Zeug machen kann, damit ich halt viel mehr kreieren kann, damit ich mehr filmen kann, damit ich bessere Qualität filmen kann und so weiter. Deswegen, ja, das ist eigentlich so mein Main-Ziel. Und im Zuge dessen halt neue Sachen bauen. Ja, aber mal gucken, was kommt, mal gucken, was Corona dazu sagt. Würdest du sagen, dass ein Trampbike viel weiterhilft? Ob das jetzt viel weiterhilft, weiß ich nicht, aber es gibt auf jeden Fall für gewisse Tricks ein gutes Gefühl. So, sei es jetzt Barspins oder Tailwhips oder so. Also ich glaube zumindest nicht, dass es schadet auf jeden Fall. Also kann schon helfen. Ob es jetzt das Beste ist zum Lernen, weiß ich nicht. Aber schlecht ist es auf jeden Fall nicht. Machst du nach Corona mal bei dir im Garten irgendein Bike-Event wie bei Lukas? Also bei mir im Garten denke ich nicht mehr. Ich habe vor 3 Jahren mal eins gemacht. Hier bei mir. Und das Problem ist ja, dass es Privatgrundstück ist hier. Und das war halt so ein Hin und Her alles, dass ich hier auf meinem, ja, oder auf dem Privatgrundstück hier da eigentlich nicht mehr so Lust drauf habe. Moin Meister. Kannst du mal EU? Ich bin EU. Deutschland ist EU. Machst du heute Among Us? Weiß ich noch nicht. Warst du schon mal in Leverkusen bei Lasse? Nee, die anderen waren ja Samstag fahren. Aber ich war Freitag bei Erik. Dann wollten die Samstag Leverkusen fahren, aber ich wollte unbedingt das Video noch abends fertig schneiden und bin deswegen wieder nach Hause gefahren. Hätte ich das vorher gewusst, wäre ich, hätte ich meinen Laptop mitgenommen und hätte das alles dort geschrieben. Wir gehen kurz rein zum Intro, wenn man das so noch nennen kann. Habe sitzen mal wieder. In die Red Gang Edits. Wir haben genau 420 Beiträge. Besser geht's nicht. Was ist mit dieser Haare, Alter? Komplett nervig. Bro. So, da sind wir. Übrigens hier rechts oben diese Dinger. Ich glaube, die kann ich komplett ausblenden, weil die bringen gar nichts. Seht ihr diese Dinger da rechts oben? Ich glaube, die funktionieren nicht. Red Gang Edits, wir gehen direkt auf. Ja, wobei, der hier sieht gut aus, den hatten wir, glaube ich, noch nicht. Ich muss gerade wieder euch ein bisschen den Desktop leiser stellen, sonst schreit Instagram euch nämlich an. Das gleiche gilt für meinen Kopfhörer. Und dann müsst ihr mir gleich sagen, ob die Lautstärke halbwegs annehmbar ist oder ob es viel zu laut ist. Schon wieder Tom Linse mit einem neuen Edit vor 2 Stunden. Ich fühle den Track jetzt schon. Feierlich, feierlich, wie der Tom Linse am Senden ist. Ich glaube, der hat ja das, glaube ich, auch von dem, ich weiß gar nicht mehr. Mehrere krasse Edits hier am Start und richtig krasse Skills. So, jetzt gehen wir mal wieder hier auf Neueste. Vincent NMN. 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 Auch chillige Mucke am Start. Und das hier sind auch Edits.
Okay, ein Clip, Single Clip von Florian Peters. Alright, Nick mit dem Hometrail-Foto. Madden Gang 2020 wieder am Start. Ah, Double Flip angerissen. Direkt bei den Red Gang Fails. Ort Philipp. Ist aber kein Clip, wo? Ist ein Foto. Das hatten wir schon. Das hatten wir auch schon. Tarn. Tarn in Hindelang. Bin gespannt. Aufpassen. Aufpassen, gell, junger Mann. Okay. Nice Video vom Tarni Boy hier. Ich würde sagen, das war erstmal das für den Einstieg und wir machen am Ende wieder nochmal 3-2 davon. 3-2, 2-3, wie auch immer. Irgendwie sowas. Irgendwie sowas in der Art. Lassen wir den Tab auf jeden Fall offen. Ich habe auf jeden Fall schon so ein paar weitere Tabs hier offen, wo ich jeweils, glaube ich, Videos gesehen habe. Elias ist live, ja, I know. Die ich anschauen wollte. Erstes Video, was ich mir anschauen wollte, ist, das hatten wir eben gerade noch im Discord gesprochen. Ist hier dieses Riders Republic Game Preview. Das wollte ich mir mal anschauen. Hatte ich bisher noch nicht gesehen, haben die Jungs empfohlen. Und ja, mal gucken, ob das Spiel vielleicht was kann. Vielleicht finden wir ja doch noch ein Game, wo ich auch dann anfange zu zocken. Ja, eigentlich so der Zocker, aber gucken mal rein. Welcome to Riders Republic, Adrenaline Junkies. There are no rules here. But what's a republic without a constitution, am I right? Here's a few truths about how. Auf Mad Max angelehnt. Tim Umlauf, willkommen im Club. Bist jetzt auch Mitglied. Tim Umlauf ist jetzt Gangmember. We lay it down. We, the Riders, welcome all thrill seekers to the Republic. Proponents of madness, get ready for radness. We, the riders, salute the rationality of irrationality. We, the riders. Das könnte ja echt mal was sein. Das könnte ja echt mal ein Spiel sein, was ich interessant finde. Say that friends who slay together, stay together. Gather your best friends and go crazy, baby. Also bis jetzt ist auf jeden Fall am Start Snowboard, Ski, Mountainbike und Wingsuit. Skydiving. If you ride, the Republic will abide. Okay, ganz nebenbei, jetzt abgesehen hier von dem Spiel, das rechts oben hier in der Ecke, diese vier Felder, scheinen zumindest ansatzweise doch zu funktionieren, denn Tim Umlaufs Name wird auf jeden Fall angezeigt. Ich weiß nicht, ob diese anderen drei Felder funktionieren, da muss ich nochmal gucken. Gucken wir mal weiter. Go rogue or go home. Auf Utah angelehnt hier das Terrain auf jeden Fall. Go rogue or go home. Die Ridge Lines. Riders insist that you do you always. Outrace, outtrick, outperform. And gain some cred by sharing the magic with the rest of the Republic. We the Riders claim the right to bear the best gear.
boards, planks, bikes or wings, whatever bakes your cake. Okay, Rennräder gibt's anscheinend auch da, was ich nicht so ganz verstehe. Be it road, freestyle, slopestyle, enduro or dead. Und das sind alles richtige Marken. Das heißt, es sind nicht irgendwelche Fantasy-Bikes oder ähnliches. Geleck, Alter. Be it road, freestyle, slope. Das hier ist offensichtlich sind, ich glaube, wie hieß das? Dartmoor Shine? Dartmoor Shine Slopestyle-Rad? Style, enduro. Dann das Young Talent, ist es das Capra? Sehe ich das richtig? Or down. Und das hier, das Conventional Supreme DH, glaube ich. Also auf jeden Fall alles richtige Räder. As you grow. Philipp, 3107, danke für 2 Euro. Fährst du dieses Jahr nochmal in den Bikepark? Schwierig, ich wüsste jetzt nicht. Also ich weiß nicht, welche Bikeparks im Winter alle aufhaben. Olpe könnte man fahren oder Warstein, wenn die noch offen haben. Jeff C. Okay, wusste ich nicht. Ich dachte, das wäre das Capra. Ich kenne mich nicht ganz so aus bei YT. The drip gets so slick and it'll help you drop bigger clips. We the Riders assure epic events to build your rep. Welcome to X Games. It's time to make some history. Sign with hot sponsors and qualify for big-time competitions. Make a name for yourself. We never stop doing things for the first time. Red Bull Rampage, the harshest and most unforgiving canvas for big mountain free riders. Huge! That was out of the drink bag! Oh, snap! Huge amplitude! I can't even begin to express how technical that was. Ich bin ja echt mal gespannt, wie, Wie die schaffen, das umzusetzen, wie real das sich anfühlt. Okay, das sah gerade nach dem Canyon Gap aus von Brandon Fairclough. So, ja, auf jeden Fall. Fairclough's Canyon Gap. Ziemlich ähnlich. Wuppitz schreibt gerade, bin voll gespannt. Frag halt, ob du Beta-Tester werden kannst. Ja, eigentlich müsste man halt echt mal fragen, oder? Weil viel näher an der Szene kann man ja kaum sein. So. Ja, schon interessant. We the riders invite you to leave the roads and take the trails. Explore the land, climb the peaks, roam the natural world. After all, it's bad manners to keep the mountains waiting. Wäre doch ultra, wenn ich das testen, vorher testen könnte und dann im Stream das zocken könnte. We the Riders guarantee a ton of insane contests all the time. There's trick battles to grind your way through. Justin Dirt schreibt, das ist irgendwie unrealistisch. Ja, klar. Irgendwo ist es halt im Endeffekt noch ein Videospiel, weil welches Videospiel ist nicht unrealistisch? Schließlich kannst du in jedem Videospiel irgendwann wieder respawnen. So. Aber ich bin mal gespannt, wie so die... ja, das Fahrverhalten und sowas zum Beispiel ist. Gerade so bei den Locations, so Rampage und so, wie sich... ja, ob das ansatzweise so nachzuempfinden ist, so wie sich's wirklich anfühlt, ob die das geil umgesetzt haben. Da bin ich echt mal gespannt drauf. Do it with your crew and show them who's boss.
and join community challenges like heavy-duty mass races. Mich würde mal interessieren, wie viel die Marken dafür bezahlt haben, dass sie in dem Spiel so vertreten sind. Yeah! Reach that finish line first, Ryder. Join us, because we are the Republic. Okay, da bin ich echt mal gespannt drauf und ich muss mir mal. Ich habe halt keine Ahnung, wie das sowas bei so Gaming-Firmen abläuft und sowas, ne? Aber es wäre echt geil, das mal zu testen. Derjenige, der eben nach dem Lied gefragt hat, aus dem Instagram-Edit, das ist das hier. Kyle, yes, feed Rich the Kid and K-Camp. 1 Hour und wie ihr seht, ich habe schon 45 Minuten davon durchgehört. Weil das Lied so geil ist. So, jetzt habe ich noch ein paar weitere Sachen hier gesehen auf der Startpage oder den jeweiligen Startpages. Und zwar hat Erik ein neues Video hochgeladen, Game of Bike Trick Jump Edition mit Max und Lasse. Das könnte man sich auf jeden Fall reinziehen. Dann hat Lukas ein neues Video hochgeladen, der Bau vom Traum MTB Feature geht weiter, wo er seinen Startturm baut. Dann haben wir, genau hier, Bienvis Red Bull Fail von letztes Jahr. Da können wir reingucken. Es war ein bisschen fies, weil der Rahmen einfach in zwei Teile zerbricht, aber wir schauen mal kurz rein. Bienvis Aguado Fail Red Bull Rampage 2019. Bienvis se tiró una pasada muy, muy arriesgada el primer flop. Yo, si fuera él. Sí. Yo hago un truco más simple y me aseguro de llegar al final, porque ahora no tiene nada. Sí, sí, ahora sí. Also, hat beide Runs leider, ich war ja letztes Jahr da, er hat beide Runs nur bis zum ersten Drop quasi geschafft. Und beim ersten Run hat er sich nur hingelegt und beim zweiten Run hat er das Rad zerstört. Sí, nada, claro. Entonces yo jugaría un poquito más a salvo, a no ser que tenga esté muy obsesionado con hacer algo enorme y lo hace de nuevo y que esta vez lo haga bien. Vamos a ver qué es lo que hace. Ya nos daremos cuenta. Ich weiß nicht, ob es der erste oder der zweite Run ist. Kann sein, dass er den zweiten gar nicht mehr zeigen. Coco. Ahí va. Oh, no, Coco, oh, lo dijimos. Also, es ist auf jeden Fall der zweite. Wie ihr seht, das Rad hat es komplett in zwei Teile zerschallert. Ahí va. Frontflip Drop. Ja, nos daremos cuenta, also Coco. Flat Drop. Zu kurz. Er ist in beiden Runs, glaube ich, zu kurz, aber jetzt ist einfach der Rahmen. Ach, geleck. Er setzt halt auf. Ja, oh. Da sieht man es noch nicht so. Und dann beim zweiten. So seht ihr einfach, wie die beiden Räder komplett anders stehen, weil einfach das die Gabel quasi aus dem Steuerrohr gerissen ist. Coco, ja, so sieht das Ganze dann aus. Oh. Pucha. No puede ser. Esto, exactamente. No, und er hilft direkt, das Rad zu entsorgen, weil das eigentlich keiner sehen soll, wenn so ein Rad zerbricht. Igual a la primera pasada. Lamentablemente, nuestro amigo. Pero usted vio lo que pasó. Und Bienvis pissed. Oh. Sí, exactamente. Lo mismo, yo dije, le vale la pena cuidarse y guardarse. Pero mire la bicicleta, la bici partió en dos, Coco, la bici se partió en dos. Rebotó, ¿viste cuánto rebotó? No, la bici. Rebota, mira. Se rompe. O sea, mira cuántos metros salta desde aquí. Mira, ahí tienes 1, 2, 3, 4 metros. Mira la bicicleta. Y la bicicleta. El cuadro se... Das arme Rad, aber mal ganz im Ernst, gut, dass ihm dabei nichts mehr passiert ist, so dass er wieder direkt aufstehen konnte. So. Hätte ja auch viel schlimmer ausgehen können. Partió por la Pero mitad. Si se fijó bien, hizo un corto. O sea, la trasera cayó. Arribita. Sí, sí, ahí esa es la peor para la bicicleta. Para. Claro. Entonces ya la bici no. Gar keinen Bock.
aguanta. Aquí bueno, ya no. A ese nivel yo creo que ni una bicicleta te aguanta, ¿verdad? Sí, ahí sí, ya por más duro que se agarre, ya la bici no tiene cómo aguantar y se parte en dos pedazos. Exacto. Warum keiner sehen soll, wie das, wieso das Rad zerbricht, fragt Tim Fuchs. Ja, weil das einfach scheiß Marketing dann ist für YT, oder nicht? Wenn jeder sieht, wie das Rad zerbricht, ist schon blöd. Wenn das in so einem ja, Live-Event passiert. Ja, das wollte ich mir auf jeden Fall auch reinziehen. Das war eben auch auf der Startseite. Deutsche Memes, die Moneyboy zum Albaner machen. Alter. Übelst altes Leo-Gang-Video von mir. Wie gesagt, die beiden Videos hätten wir noch. Und was wollte ich hier noch anschauen? Von InScope. Badis and Mir. Ich weiß aber nicht, ob ihr da Bock drauf habt, weil ihr mehr Bock auf Bike-Content habt, oder? Ist von InScope Lifestyle. Also ich weiß nicht, ob es so funny ist. Erik. Ja, komm, wir schauen Game of Bike Trick Jump Edition. Max, Erik, Lasse. Das war wohl nix, Leute. Ein Satz mit X. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir rufen Erik an. Das machen wir jetzt. Wieso ist das Video nicht mehr verfügbar? Das gibt's ja nicht. Erik, yeah, yo. Wir rufen Erik an. Wo ist er denn? Der Eumel. Erik Bruder. Ach, ich mach direkt FaceTime. Bruder. Was ist los? Bruder, warum ist dein Video nicht mehr online? Ach so, ja, ich. Guck mal, wer da ist. Yo, Alter, was geht ab? wir sind gerade live. Hä? Wir sind gerade live. Was? Sick. Also, bin ich gerade live im Internet. Ja, aber man sieht dich nicht. Man hört dich höchstens, wenn ich dich vors Mikrofon halte. Sag mal hallo. Hallo. Check mal Eriks Frisur. Geh mal beten, Alter. Also, eins in den Chat, wer die Frisur feiert. Grüße von Justin Dirt. Nee, sag mal, warum ist nicht mehr online? Gab kein gutes Feedback, oder was? Nee, ich wollte eigentlich noch was dazu schneiden, hatte das vergessen. Also, kommt wieder online. Okay, ich wollte nämlich gerade schön im Stream darauf reacten, aber Video nicht verfügbar. Tut mir leid. Ja, kommt. Aber viele Einsen im Chat, das heißt, die mögen deine Frisur. Eine, zwei. Tja, also komm wieder online. Komm wieder online, genau. Könnt ihr noch ein paar Tage warten, weil ich muss da noch ein paar Sachen machen. Okay. Hatte ich ganz vergessen, ist mir erst am Ende aufgefallen. Nicht genug Product Placements reingehauen. Ja, ich wünsche dir noch viel Spaß bei was auch immer du gerade tust. Danke, mach's gut. Ciao, grüß Jonas. So, also, Video wird wieder online gehen, aber er muss es nochmal neu schneiden, weil er wohl irgendwie was vergessen hat reinzuschneiden. Wissen wir Bescheid. Ein paar von euch haben es schon gesehen, sehe ich gerade. Hä, woher hast du dein BMX wieder? Das ist mein altes BMX, nicht das, was geklaut wurde. Das ist nicht das All-In-BMX, das ist das Hyper. Also wieder ein paar Tage warten, dann kommt ein neues Video von Richie Rich. Das heißt, wir haben noch hier Badis and Mir Vlog von InScope Lifestyle, da könnten wir kurz reingucken. Und dann wieder Back-to-Bike-Content. Aber ich will mal kurz hier gucken, was der InScope... Ich sitze in der V-Klasse. Kinder, was meint ihr? Ab in den Urlaub, oder?
Ja, also so von außen könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, mich in diesem Gerät fortzubewegen. Also Leute, mir war es wichtig, dass wir am heute... Nächstes Frisur-Rating hier jetzt. Eins für gut, zwei für nope. ...heutigen Set diverse Köpfe mit am Start haben. Stephen, hast du es dabei? Ich bin stolz auf dich, mein Freund. Mach das. Oh, möchte. Privatmassage. Mikro lauter. Turn down for what? Hi. Ach, Mann. Es muss doch einfach nicht sein, oder? 3, 0,5, 10 von 10. Wo ist der Nachtisch? Nur dein... Ich bin der Nachtisch. Ach, Menno. Die ist auf jeden Fall von sich überzeugt. Ich will anhalten, so. Das fand ich auf jeden Fall gerade mega geil. Man erwartet halt, dass der Ballon platzt und dann platzt sie. Wie sick ist es? Halt echt auf Madison Beer angelehnt, oder? Wisst ihr noch, als ich gesagt habe, Leute, macht euch keine Sorgen um mich, ich halte die Wohnung ordentlich. Ich würde sagen, daran habe ich mich gehalten, oder? Digga, ey, ich habe gerade kurz... Todesangst gehabt. Ich komme gerade nach Hause, es ist 2:30, Livestream gewesen, übel müde. Ich will mich einfach nur kurz hinsetzen, eine Episode Top Boy gucken, ein Bierchen reinziehen. Ich hole mir in der Küche schon... Was ist Top Boy? Noch nie gehört. Ist eine Serie. Ich habe jetzt leiser gemacht, schon fast 10 Dezibel. Muss jetzt passen. Alles singen noch auf dem Weg. Bisschen Christian Dior, Dior. Ich komme ins Wohnzimmer. Bisschen Christian Dior, Dior. Mal rein. Auf einmal. Okay, ich habe jetzt schon so oft im Chat gelesen. Real Life Guys, gucken wir gleich auch mal rein. Aber erst gucken wir noch Bad is in Mir zu Ende. Merke ich hier, es stimmt irgendwas nicht. Ich guck an die Wand. Ich denke mir, was? Ich denke mir, was? Marc, wie bist du in meine Wohnung reingekommen? Ich meine, ich war schon hier, aber ich finde, wenn man reinkommt, man sieht das hier, freut man sich doch, oder? Also eigentlich, okay. Ist es Sascha an der Wand? Schon, oder? Warte, das ist Sascha, oder? Erkennt man an den Nasenlöchern, oder? Wie funktioniert Mitglied? Einfach draufklicken und dann werden dir, glaube ich, alle Optionen angezeigt. Kommt. Ich war schon hier, aber ich finde, wenn man reinkommt, man sieht das hier, freut man sich doch, oder? Also eigentlich, okay, man muss sagen, es ist auf jeden Fall ein Zeichen von Freundschaft, weil immerhin drei Leute, Nico, du... Soll ich das auch mal machen hier im ganzen Haus, überall so riesen Gesichter an die Wand? Ich? Ja. Mega, ja. Leute, ich glaube, Vincent hat gerade irgendwas mit Marx im Auto gemacht. Der außergewöhnlichen Höhe des Versicherungsschadens möchte ich hier noch einmal den Tathergang zwischen Herrn Vincent Baumann und mir rekonstruieren. Er stand mit seinem Kfz hier auf der Seite, parkte mit überhöhter Geschwindigkeit aus und nahm mein Kfz an dieser Stelle mit. Was aber nicht, dass es so schlimm ist. Jedoch wurden leider alle Uhren... Erstmal Flex mit Porsche. ...Uhren in meinem... Das ist nicht sein Ernst. ...Versteck komplett zerstört. Und das werde ich noch weiterhin zivilrechtlich auch verfolgen, denn so was kann in Deutschland nicht sein. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Ey, Bro, RIP, fuck you. Ohne Spaß, RIP. Hast du dir gedacht, du ziehst mal voll nach links, nach rechts oder was? Ich dachte einfach Vollgas Kickdown. Alter, Technik von vor 5 Jahren, Bre. Jetzt kann auch Tim endlich mit 100 FPS spielen. Herzlichen Glückwunsch, Bro. Es ist 1.21 Uhr, okay? Ich wollte von oben noch meine Cam kurz holen. Und ich wundere mich, warum ist die Tür nicht abgeschlossen? Das ist ja wohl ein Witz! Nico, es ist Weekend League. Ich habe beim Friseur gesagt, Bruder, kannst du machen wie bei Malfoy. Geld ist nicht das Wichtigste. Mitglied geht nicht. Bei mir gibt es kein Mitglied. Okay, bei mir geht's, aber ich check mal kurz rein. Aber eigentlich müsste es ganz normal gehen. Übrigens, wir haben fast die 13.000, was schon mal richtig geil ist.
Ja, bei mir wird es auf jeden Fall angezeigt. Muss einfach auf Mitglied werden klicken, wenn du in deinem Channel eingeloggt bist. Und es fehlen noch 19 Abonnenten, dann sind wir bei 13.000 auf diesem Channel. Als ob Mitglied bei euch allen nicht geht, Alter. Ihr übertreibt doch schon wieder. Ich wechsle mal den Channel. Guck von anderen Channel auf diesen Channel. David Enduro joined the gang as well. Warte, warte, wir haben es gleich. Schnauze. Sollte auf jeden Fall gehen. Siehste, es geht doch. Markus Schelp ist Red Gang Member. Also geht's auf jeden Fall. Danke für den, ja, für das Membership-Abo, denn jetzt weiß ich, dass es ja anscheinend geht. So, herzlich willkommen in der Gang. Liegt am iPhone, okay. Also kann man es vom Handy aus nicht machen, oder was? Muss man vom Desktop aus wahrscheinlich machen, oder? Das kann man auf iPhone nicht. Okay, also müsst ihr vom PC aus oder vom Mac aus oder so machen. Gut, dann wisst ihr Bescheid und ich weiß auch Bescheid. Sondern eine Apparatur zum Scheißen gehen. Jungs, wie sieht's bei euch aus? Habt ihr auch Hunger? Also gut. Marc, für dich wieder das Übliche, oder? Moment! Ich melde mich hier nochmal von meinem aggressiv beschissenen Arbeitsplatz. Ich möchte mich kurz entschuldigen bei euch für die geringe Aktivität auf diesem Kanal in den letzten Wochen. Als ob es mir irgendjemand übel nimmt, dass hier weniger Content kommt, die Leute feiern das! Und auch gerade dieses Video, es ist nicht der klassische Vlog, den ihr kennt. Problem ist einfach, ihr wisst es Leute, Corona macht mir einen Strich durch die Rechnung. Ich kann jetzt halt einfach nicht hergehen und 62 Leute gleichzeitig vor die Linse holen und sagen, hey Jungs, spuckt euch mal bitte gegenseitig an. Nun möchte ich mich noch... Lol Mario, bei mir wird es nicht angezeigt, ohne Witz, aber bin am Handy. Ja, es scheint an... Scheint anscheinend vom iPhone aus nicht zu gehen, von anderen Handys anscheinend schon. Oder Desktop oder PC, Desktop, PC oder Mac. Aber ganz kurz bei einer anderen Sache bedanken und das meine ich wirklich ernst. Ich küsse alle, die diesmal in dieser Kollektion mitgearbeitet haben. Es waren wirklich unglaublich viele Leute und alle haben einen geisteskranken Job gemacht. Das Video, das wir als erstes auf der Instagram-Seite hochgeladen haben, mit den VFX-Effekten und so weiter, das war geisteskrank. Ich muss wirklich sagen, da gehen dicke, dicke Props raus an die Jungs, die das gemacht haben. Dropsy, danke für 2,99, Alter. Jungs, wirklich. Da möchte ich mich bedanken bei QIP Designs, die für uns den VR-Store gemacht haben. Der wird jetzt demnächst auf jeden Fall released. Ich werde auch mal im Stream durch den VR-Store durchgehen, euch zeigen, was da gemacht wurde und so. Ich habe euch hier zwischendurch ein paar Aufnahmen vom Entstehungsprozess. Die Jungs haben sich da richtig viel Mühe gegeben und das Ding ist echt richtig geil geworden, meiner Meinung nach. Auch da, Jungs, Kuss geht raus, Props gehen raus. Wirklich sehr, sehr geil. Und natürlich schlussendlich an alle meine Mitarbeiter, an alle, die sonst noch mitgewirkt haben. Die Jungs und Mädels, wirklich, ihr macht einen geisteskranken Job. Ich persönlich als letzter Spaß habe das überhaupt nicht verdient. Aber wirklich, ich bin unglaublich stolz. Egal, ob wir krass viele Klamotten verkaufen werden oder nicht. Ich sag's den Leuten auch in der Firma immer wieder. Mir ist es nicht egal, aber mein Anspruch ist einfach der, dass wir geile Scheiße machen. Und meiner Meinung nach haben wir das dieses Mal wieder überhaupt nicht geschafft. Ich freue mich krass auf den 25. Morgen wird es noch ein Erklärvideo zur ganzen Kollektion geben. Könnt ihr gerne vorbeischauen, falls ihr interessiert seid. In diesem Sinne, ich hoffe bald wieder normale Vlogs. Ich weiß, ihr hofft nie wieder Vlogs. Aber in diesem Sinne, meine Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, schaltet dem Daumen gerne im Video nach oben da. Schaut am 25. im Ola Kalaschow okay. Vorbei und abonniert. Nummer 18 auf Trends. Wegen Bad is Mir Titel. So, was haben wir jetzt gesagt? Was wollen wir uns anschauen? Real Life Guys haben wir, glaube ich, gesagt, ne? Der Clip ist auch richtig geil. Das ist quasi Werbung für den Bikepark Linzer Heide, The Legend of Tommy G. Habe ich das schon geguckt, aber wenn ihr das noch nicht gesehen habt, zieht euch das auf jeden Fall mal rein. ABK mit einem neuen Video. Meine Freundin, aber nicht Beziehung, nur so Freundin, also auch nicht Crush. Der hat immer die längsten Titel, die es gibt, Alter. Maximiliano Late Night Talks. Wer ist das? Habe ich noch nie gehört. Ich gehe mal nur kurz auf den Channel. Ich will nur mal gerade gucken, was das für ein Channel ist. Was ist das für ein Dude? Ich kenne den nicht. Aber er macht in Autos anscheinend. Real Life Guys haben wir gesagt, ja. Real Life Guys. Warum laggt Tastatur? Ich verstehe das nicht. Wozu habe ich mir so einen teuren PC gekauft, wenn dann Tastatur laggt, Alter?
Komplett lost. Okay. 1,2 Millionen Abos. Wir bauen einen Greifer ans U-Boot und fahren durch den Drive-In. What the? Wir tauchen mit unserem U-Boot zum Wrack von Ananas. Okay, welches sollen wir davon abchecken? Welches von den Videos? Wir bauen unsere krasseste Seilbahn, 150 Meter Stahl, sind über einen alten Steinbruch. Ich gehe mal auf den Channel. In meinem letzten Video habe ich euch... Mit Heli zum Bäcker. Okay, checken wir mal gerade. Mit Heli. Mit der fliegenden Badewanne zum Bäcker. Okay. Seilbahn oder Heli? Wir checken jetzt das Heli-Ding. Dead. Okay, ist also schon fertig gebaut, also kein Behind the Scenes jetzt. Sieht auf jeden Fall schon ein bisschen risky aus, Alter. Dropsy, danke für 2,29. Kennst du Ghetto Skatepark in Geltendorf? Nee, habe ich noch nie von gehört. Ich weiß auch nicht, wo Geltendorf ist. Also ich wüsste jetzt nicht mal, wo, in welche Richtung. Okay, schon hart sketchy, oder? Hätte auch hart schief gehen können, oder? Ich glaube, er fühlt die Anspannung, während er da drin sitzt, Alter. In der Nähe von München. Okay, ist ein bisschen weit von mir. Alter, als ob er echt so hoch mit dem Ding fliegt, Alter. Sitzt er da bei der Höhe jetzt echt drin? Oder haben sie dann für die Höhe das ganze Ding ferngesteuert? Das würde mich ja mal interessieren. Feier ich ja gerade übel, muss ich sagen. Direkt Ärger mit der Flugaufsichtsbehörde, Alter. Auf jeden Fall alles übelst safe aus. Einfach mit so einem Spanngurt hier drum, Alter. Aber sick, ey. Noel Zimmerli, danke für 2 Schweizer Franken. Sorry, wenn ich das so falsch ausspreche. Reagiere auf ein Video von Jalon Baderster. Was macht er denn? Macht er Bike-Content? Oder was macht er? Würdest du das machen? Ich glaube schon, ja. Also, ich denke schon. Aber ich habe nicht die Ahnung, das zu bauen, dass es tatsächlich dann funktioniert, weil du musst ja alles hundertprozentig abstimmen, dass du dann wirklich alles so steuern kannst, gell? Aber ein Kollege von mir, der hat Flight Engineering studiert,
Der musste dann halt auch für seine Abschlussarbeit auch selber so eine kleine Drohne bauen, aber von der Technik her könnte der auch sicherlich so ein großes Ding bauen, aber ja, das steckt auch bestimmt eine ganze Weile Arbeit drin, denke ich mal. Ich glaube, mit rein und aussteigen müssen wir noch einfach. Auf jeden Fall Polizeisirene im Hintergrund. Schieben. Aber na gut, sonst hat super geklappt. Ich bin jetzt angekommen hier beim Bäcker. Und dann holen wir mal ein Brötchen. Ah, die fahren nur vorbei. Feuerwehr ist auch da, warum auch immer. Hallo. Hallo. Wolf, hat das geklappt? Hat super geklappt, ja. Was darf es denn sein? Das war vorhin nicht, ja. Außerdem noch etwas? Nee, das war's. Zum Mitnehmen? Ja, genau. Okay, ja super, dankeschön. Bitteschön. Haben sie wahrscheinlich aber auch vorher alles abgesprochen, gell? Okay, das hat ja alles super geklappt. Ich habe mich ja gewundert, dass sie gar nichts dazu gesagt hat. So, dann können wir wieder nach Hause fliegen. Also vielleicht doch nicht abgesprochen. Ich glaube, so kann ich gut abfliegen. Ey, wenn die Leute nicht eingeweiht sind und darum zustehen, ey. Was sollen die denn denken, wenn du plötzlich mit so einer Badewanne angeflogen kommst? Okay, und los geht's. Ja, im Ernst hier gerade die Frage, ist es mit Akku angetrieben? Das würde mich ja auch mal interessieren. Wie lange willst du denn das Ding powern? Weil lange wird das nicht halten. Okay, mit noch ein bisschen Storyline dahinter, dass es dann wohl doch nur ein Traum gewesen war. Die werden wahrscheinlich nicht wirklich direkt von zu Hause bis zum Bäcker geflogen sein, sondern die werden wahrscheinlich hinterm Haus ein bisschen auf dem Feld rumgeflogen sein und dann das Ding kurz vorm Bäcker wieder abheben lassen haben und dann wieder dort gelandet haben. Und sind wahrscheinlich nicht wirklich über die Stadt geflogen, denn dafür hätten die, denke ich, keine Genehmigung bekommen. Aber ja, es ist halt 5 Minuten. Ja, hätte ich auch gedacht, aber länger als 5 Minuten ist halt schwierig, weil dann hätten die ja riesen Akkus gebraucht. Hinweis zur Rechtslage. Bitte nicht zu ernst nehmen. Dieses Video ist als Sketch zu sehen und muss nicht dem realen Flug entsprechen. Der Pilot ist nicht unbedingt die im Video gezeigte Person. Nach Auskunft LBA und Verkehrsministerium. Wenn wir sicherstellen, dass wir unter 30 Meter bleiben, haben wir nach dem Luftfahrtsverkehrsgesetz § 1 kein Luftfahrzeug und brauchen demzufolge auch keine luftfahrtrechtliche Genehmigung. Alle überflogenen öffentlich zugänglichen Flächen wurden zum Zeitpunkt des Überflugs durch die Besitzer abgesperrt, der Öffentlichkeit unzugänglich gemacht. Die Überflüge fanden nach Absprache mit dem jeweiligen Besitzer statt. Vielen Dank nochmal an T-Corp, Bernd, Alex, Walli und Exabotics für die Mithilfe. Krank. Do something. Krank, richtig geil. Hammer, was soll ich sagen? Heftig. Einfach so komplett random, aber richtig heftig. Real Life Guys, geiles Ding. What's next? Anthony Panzer habe ich jetzt schon öfters geredet, sagt mir nichts. Was macht der? Jalon Badesha habe ich jetzt auch schon gelesen. Kann man bitte sagen, warum diese Tastatur so laggt, Alter? Badersta. Jalon Badersta macht Bike-Content. Welches wollen wir uns reinziehen? Wie spricht man den Namen aus? Jalon? Sag mal an, welches Video. Und dann sag mal, wie man den Namen ausspricht. Die beiden Infos brauche ich. Wir machen Morsin Chatel Clips, weil da habe ich Bock drauf. Thank you.
Das ist Morsin, ne? Das ist diese geile Line da durch diesen, ja nicht Lomi-Part, aber durch diesen Tannenwald-Part da. Jalon, nicht Jalon. Jalon nicht, also Jalon. Also ich habe den Namen noch nie gehört und ich habe irgendwie so das Bedürfnis, so Jalon zu sagen, aber gut. Jalon, okay. Yeah, bitch, I'm pissed. Said I'll take a brace. Hit away at your face. I'm a rage. Watch him separate. Watch me desecrate. On the stage, better fucking slay. Watch you run away. So we say, no, we don't take no breaks. Okay, guys. I got a lot on my plate. They owe me dead every day. They owe me dead in the grave. I'm better splatter the face. I'm better rattle the cage. I'm better set them all straight. No, we don't take no breaks. No, we don't take no breaks. Yeah, yeah. So much you to win, but way more wanna see you lose. Heard the competition's taping. Alter, an der Hip, ne? In Morsin. Wir waren ja mit so einer riesen Crew unterwegs im Sommer. Also Sam Pilgrim und noch ein ganzer Haufen Briten. Und als wir unterwegs waren, hat sich einer aus der Crew hat sich an dieser Hip so abnormal hardcore zerschossen. Das ging gar nicht. Yo, das war der Jalon Baderschta. Gut unterwegs auf jeden Fall für seine 15 Jahre, wie ich hier gerade gelesen habe. Warst du schon im Whistler? Nee, hat ja bisher noch nie geklappt, leider. Anthony Panzer hatten wir jetzt noch häufiger. Anthony, was fährt er für BMX? Alter. Anthony Panzer. Ich muss bei dem Namen immer an Hector Panzer denken. Und dann denke ich nur an Jägermeister. Okay. 600.000 Abos. Welches Video? Best Moments ist mir ein bisschen zu lang, geht 40 Minuten. Hawaii Police won't leave us alone. Homeless man wants to fight for writing. Almost gets arrested. Bought my best friend a Lamborghini. Also, ich habe jetzt so oft Anthony Panzer gelesen, jetzt brauche ich aber auch Videovorschläge. Egal, such aus. Bro, was würde ich mir denn jetzt anschauen, so spontan? Sending it on the Nitro Circus Airbag. I don't know, man. I don't know this. Help me out. Die sind auch alle wieder recht lang, die Videos. Das hier sieht ganz interessant aus, oder? Riding BMX on top of an airplane. Das checken wir mal. The invoice is at $1,000. I'm gonna be at the same situation. No, I'm not letting that happen. $2,000 that you know? Lost. Yeah. I feel that. So how do you you know, bounce on a job that you didn't complete? No, I know. The last thing I want to do is go to another good year when I get to another location. No, I don't want you guys to pay for this at all. Yeah. Then not fix. Dude, f*** this over. Again, we got over again. Did an oil change. Now we're out to Phoenix, Arizona in the hot Bonzi bus. No AC. If we don't make it back to New York alive after we drop Bonio off somewhere, send help. Send help. What are we doing here? We're making the most hood rig AC. That's what's happening. Okay, die bauen sich jetzt selber für ihren Ghetto-Van einen Air-Conditioner. This is how to survive in the hood with no AC. Oh, bro. Yo, close that door, Odi! Yo, close that door! Let's go! Yo! Whoa! Whoa, brother! That is not cool right now. You know, it was pretty brutal driving with no AC, and the whole entire time driving, I was thinking in my head, like, how am I going to make these poor dudes sit in this on the way back home? So I've decided that we're no longer going to need the Bonzi bus, and now I've invested myself into some planes. This is now going to be yet another money pit, but now we have the Bonzi Airlines. No longer investing in the Banshees,
We got ourselves some planes. Is that good? That was pretty good. I think that was good enough. Probably gonna have to run that back again. We're in Phoenix, Arizona, guys. This is the new investment. This is the Bonzi Airlines. Get these things rolling smooth soon enough. I'm gonna get everyone loaded in these things and we're going straight to Estonia. Vibes mit dem Beat. Yeah. Thanks to all the supporters out there. Now we got Bonzi Airlines. Bar here, stripper pole here. And we're gonna have four planes bridged connected to this thing. That's gonna be El Presidente right here. You know what I mean? With a shot caller, big ballers like me. You know what I'm saying? That's where we gonna sleep in. This is gonna be the party plane. With the skip mal ein bisschen durch. Some clip jump. Okay, eine Sache, die ich richtig feiere bei seinen Vlogs, ist die hinterlegte Musik bisher. Also bisher habe ich jeden Track übelst gefeiert. Conny Ordner, danke für 2 Euro. Wann kommen die neuen Rose Dirt Jump Bikes ins Internet? Haben wir schon ein paar Mal beantwortet, die Frage. Und zwar müsst ihr euch da leider noch gedulden. Das wird wahrscheinlich wohl vor Weihnachten nichts mehr. Das hat mit der ganzen Corona-Situation zu tun. Und zwar sind egal was, sei es jetzt Räder, sei es Parts oder sonst was, die ganzen Firmen hängen alle so hinterher mit der Produktion. Das ist leider heftig. Also ich habe heute noch mit einem Kollegen gesprochen, der auch zwecks Produktion mit diversen, also Fahrradteileproduktion mit diversen Firmen in Asien in Kontakt steht. Und die haben teilweise die Produktionsslots bis 2022 gefüllt. So heftig ist das im Moment. Aber die Rose Dirt Jump Bikes kommen in ein paar Wochen, wird es noch dauern. Vor Weihnachten, wie gesagt, wahrscheinlich nicht mehr, aber dann sollten die kommen. Yo. Da habe ich wieder Bock auf BMX fahren, aber meins hat keine Räder. Und ich hatte auch noch nie in meinem Leben Packs an einem BMX. Welcome back to Rusty's Wild Experience. Right now, y'all can see I'm in the back of a pickup because you want me to ride. And if you're a real, we don't sit in the middle. Only pussy sitting in the middle. So, yeah, this is why your boy's back here. Also, hey, enjoy the ride, brother. Ey, der erinnert mich immer so ein bisschen an DJ Shredder. We at the skate park in an hour. You dead ass? We'll be at the skate park in an hour. Wait, what? Hey yo, let me tell you something real quick, whoa. I hit my knee yesterday so bad, and I just hit my knee on your bike. At that spot. All right, whoa. You know what we do about money like this, huh? No one had it. Bam! After I let go of the bike, I slid myself, and I landed right on that shit. So I was like, the fuck out of here. You ride for about 20 minutes, you get frustrated because you're so hot. Camera's hot. In this video on this guy who double pegged this for years. Why Oh, come on.
Also versucht mit beiden Packs oben aufs Rail zu kommen. That's my fault. I jumped like a. I just want to know, like, what angle did he come at to hit this shit? I want to get this so bad. Hinterrad ist noch way too low, um hochzukommen. Oh my god. Come on, I didn't even put no effort into that. Let's go. Take your time whenever you're ready. Bro, I b***ed out. Meint ihr, er schafft das noch? Ich weiß es nicht. Bisher sieht es noch nicht so. Ah, okay, der war closer. Das arme Rad, Alter. So close. I'll give you props. Okay. That's insane. The fact that also you nach even tried 1 Million shit. Versuchen, immer noch nicht geschafft. Yo. How many tricks we got? One? From here? Yeah. I think we got like 2 tricks. That's how we roll out here, you know? You come to Arizona, you do one. The whole state of Arizona. Yeah, what? Not enough. We got the... Most clips here. Yeah, we got the most clips here. No, total of 2 nice. Clips. In Arizona, it's like 1 clip per person. Session is over. Between the flats, bro, every where we go in this goddamn state, you're getting flat. Now we're going back to Antonio's crib and we're setting sail to San Diego tomorrow. This go back home. Okay, also geiles Video so. Fand die Mucke geil. Aber so alles in allem, so die Riding Clips, er ist einmal bei den Flugzeugen, einmal so drauf rumgefahren und einmal von A nach B gesprungen. Dann die ganze Zeit nichts. Okay, dann ein bisschen Indoor-Skatepark-Clips. Und dann, ja gut, hat er das 1000 Mal versucht. Und dann 2 oder 3 Trick-Clips, das war's. Aber trotzdem geiles Video. Anthony Panzer. Oder Banzer, ich weiß nicht, wie sie es aussprechen. So, Noah Kökerling auf Instagram. Was ist mit Giveaway? Was ist für eine Frage, was mit Giveaway? Ich werde das schon ankündigen. Ja, wie gesagt, Giveaway kommt die Tage irgendwann mal. Aber ich weiß noch nicht so hundertprozentig, wie ich es machen will. Deswegen habe ich es bisher noch nicht so ganz vorbereitet, weil ich nicht ganz genau weiß, wie man das am besten im Stream integriert. Noah Kökerling auf Insta habe ich jetzt hier gerade schon 1000 Mal gelesen. Noah Kökerling. This better be good, wenn es so oft reingespammt wird. Aber sonst bitte in Zukunft, was Vorschläge angeht, lieber YouTube-Vorschläge. Watch me beat in black and yellow, purple, green and red and blue. Now he's got every type. Flip it like an acrobatic. Every time I rap, I smash it. Haters see me as a bastard. Ladies think I'm charismatic. Got cheese like Wallace and Gromit. Bought your girl a gin and tonic. Funny how this music is my life and now I'm living off it. Turn it round and smack the batty. Ride it like a Kawasaki. You don't get no pussy cause you're ugly. You just... Okay, das ist schon mal geil. Dass es so ein kleiner Sprung ist. Machst du? Jo, komm. Also, dafür, dass er da erst seinen ersten Flip gemacht hat, ist auf jeden Fall schon chillig, dass er da einfach mehr oder weniger so ein Flat Spin. Me flip it like an acrobatic. Every time I rap, I smash it. Haters see me as a bastard. Ladies think I'm charismatic. Also wenn er die vom Style so beibehält und dann auf große Sprünge macht, dann hat das auf jeden Fall richtig Potenzial, denn das ist einfach, ich glaube, ich weiß nicht, ob es gewollt war, weil er schreibt Danke an Fritz Bike und deswegen soll es wahrscheinlich eine Barrel, ja, es soll eine Barrel sein, aber es ist von der Drehung her eigentlich, wie er am Rad hängt, eigentlich eher ein Flatspin, was eigentlich sogar geiler ist. Insta-Edits machen wir immer am Anfang und am Ende. Oder halt am Ende. Deswegen... Also mir wäre es lieber, wenn ihr nicht so Instagram-Vorschläge für Reactions reinhaut, weil was so Reactions angeht, bin ich echt lieber auf YouTube unterwegs, weil Instagram ist so unangenehm von der, vom Schauen, vom Desktop-Schauen.
Es hat nichts mit 16 zu 9. Ich muss immer Desktop-Audio im Stream-Programm runterstellen, weil Instagram sonst viel zu laut ist. Und meine Kopfhörer runterstellen und so weiter. Was haben wir hier sonst so? Das ist alles nicht so interesting. Quirly habe ich jetzt schon zigmal gesehen im Chat. Kann man kurz reingucken, aber ich weiß immer noch nicht, was ich davon halten soll. Warum ist mein Caps Lock drin? Haben wir da nicht schon reingeguckt? Bitte, Quirly. Die Frage zum Giveaway habe ich gerade beantwortet. Das kommt demnächst, aber halt nicht heute, weil ich mir noch nicht überlegt habe, wie ich das machen will. Ja, ich weiß nicht, welches Video. Ich habe nicht Bock, mir so ein ewig langes Video reinzuziehen. A never ending trip. Schauen wir mal rein. Okay, Aufnahmen sind geil. We are on a wave, take over the place, they ain't doing it like you and I. I want a holiday, let us fly away, they ain't doing it like you and I. Moving on a vibe, kill it every time, they ain't doing it like you and I. You and I, you and I, they ain't doing it like you and I. They ain't doing it like you and I. Like you and I, they ain't doing it like you and I, you and I. Pro Scraper. Ah, geleck jetzt bin ich wieder. Ich komme immer aus Versehen auf diese Maustaste, die zurückgeht, Alter. Wo waren wir? Bei Pro Scraper waren wir gerade. Genau hier. Eigentlich ist es ja, heißt es ja Pro Taper, aber weil die nur auf dem Hinterrad unterwegs sind, Pro Scraper. They ain't doing it like you and I, you and I, you and I. They ain't doing it like you and I. I said I'm dying to see you, got me waiting for my lady. And I've been trying to free you, send a couple pics, got me crazy. She got to mine and we're chilling now. Tryna ask you how's your day been. She got a drawn for the liquor now. In the life on a split and get wavy. Pieces of my heart. All for you, all for you. Einfach mal Vollgas geradeaus. Ich glaube, die Karre von dem vor ihm ist, glaube ich, die erste, die ich richtig schön finde. Weil wie er jedes Mal beim Anbremsen rutscht. Und das ist der selber, oder was? Der Quirly Typ. Like a prisoner, now won't you free me from this place? Wanna love again? I'm
hearts in pieces. Tell me what you're gonna do. Cause they're all for you, all for you. Die finde ich schön. Bin ja schon ein Porsche-Fan, muss ich sagen, ne? Yeah. Some days I just wanna leave the negativity in my head. I just wanna leave. Wozu hat er überhaupt noch ein Nummernschild dran? Das müsste doch eh wahrscheinlich jeden Tag dreimal abfallen. From my stress. I just want relief from my stress. Some days I don't wanna see you, have a bunch of people to impress. I just want relief from my stress. Yeah, I just want relief from my stress. Late nights, staring out the window doing 85. Got my state of mind, yeah. Walking on that gray line, hoping that my stress dies. It's like I hate it, but I love it at the same time. Pressure pushing me from. Ich weiß nicht, wie das bei ihm mit der copyrighted Porsche sieht aus wie ein Frosch, bin ich ehrlich. Nee, Mann. Porsche ist schon so mit das Geilste, was es gibt, finde ich. Ich weiß nicht, wie das bei ihm mit der Musik aussieht wegen Copyright. Ich weiß nicht, ob er copyrighted Musik benutzt oder non-copyrighted. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der Stream jetzt deswegen wieder gesperrt wird im Nachhinein. From all sides, insecurities of all kinds, yeah. I'm a hostage to my own pride. Most important things in life to me are things I know I can't buy, yeah. It's me in phases, I'm not in the mood yet to meet another stranger. I'm not in the mood yet to have a conversation and talk about a bunch of things that I don't feel amazed with. Getting too close to me, whoa, could be dangerous. I don't like the energy, I leave the situation. All this negativity that I can't get away from. All this negativity, I think I need a break from. I'm thankful, but some days I just wanna leave the negativity in my head. I just want relief from my stress. I just want relief from my stress. Some days I don't wanna see or have a bunch of people. Qualität hochstellen, ja, wenn das dann nicht wieder ablaggt hier. Gestern hatten wir, glaube ich, ein bisschen Probleme mit dem Laden, aber heute scheint es gut zu gehen. I just want relief from my stress. Yeah, I just want relief from my stress. Yo, this life got my head spinning. Jetzt geht die Diskussion los im Chat. Audi ist nichts gegen Porsche. Natürlich ist Audi was gegen Porsche. Wonder what I'd do if I knew these were my last minutes. Wonder if I had a week to live, would I stay tripping? Wasting every day that I had left trying to sell tickets. Or maybe call my dad, say I love him and laugh with him. Take a couple days and get away from this fast living. I don't love my work the way I did, man. This whole business has got me feeling jaded. Friends I had, now they act different. It's all switching, whoa, yeah. It's pretty hard to watch. Things you used to love turn to things that you wish you forgot. Real moments that make you question the things that you want. Got me growing mentally, but stressing me out till I drop over the top. It's where I live on a daily basis. I always find a way to find the bad in good situations. It's sad, huh? Yeah, I live my life on that. Porsche beste, Porsche, Bugatti ist beste, Leute. Na, komm. Bugatti ist immer so diese. Ich weiß nicht, wie man Bugatti beschreiben soll. Das ist immer dieser. Weiß nicht, dieser. Dieses Kind. Kind. Weiß ich nicht, Argument so, ah, Bugatti bestes Auto, aber so von der Ästhetik oder so ist Porsche tausendmal geiler als Bugatti. Don't want the meds, I'm just trying to get relief from my stress, you know. Some days. Nee, komm, ehrlich, Bugatti sind doch nicht schön, Alter. So die ganz alten vielleicht, aber nee.
I just wanna leave the negativity in my head. I just want me. Ist halt echt so ein richtig schöner 911er, Alter, das ist schick. Relief from my stress. I just want relief. Wenn ich die Chance hätte zwischen R8 und Porsche, ich würde niemals den R8 nehmen. From my stress, some days I don't want to see you, have a bunch of people to impress. I just want me. Ja, stimmt halt, jeder hat seinen Geschmack und mein Geschmack ist halt Porsche. Und Raris. Relief from my stress. Yeah, I just want relief from my stress. These stress levels are not healthy. I'm waiting for that. So geil die Kommentare immer. Einer schreibt R8 an die Macht, der nächste schreibt direkt R8 Schmutz. 911 oder dein Dodge, beides. Dodge für Alltag so, für Bike und Motor und so, und 911 für sportlich fahren und einfach nur Autofahren genießen und solche Sachen. Call saying records are not selling. I wonder when this all disappears and they forget me. Will I feel like I found. Und du willst dann ganz gar nicht mal unbedingt klar, so GT2 RS wäre ultra krass, GT3 RS oder so wäre halt auch noch geil, so, also wäre alles geil. Aber mir wird schon so ein normaler 911er oder so ein 4S oder so, wird mir schon völlig ausreichen. Einfach schön, schick, clean, komplett schwarz, schwarze Felgen. Who I was would be more empty. I wonder was I wrong thinking this is where God led me, or did I get involved with something that was too heavy. I drive until I'm lost and just sit in my car yelling my inner critic talks. Da wären wir wieder beim Thema, oder? I'm just hoping that God einfach schön. God helps me to stop stressing. Einfach schön. Stressing. Yeah. Wanna leave the negativity in my head. I just want relief from my stress. I just want relief from my stress. Some days I don't wanna see you, have a bunch of people to impress. I just want relief from my stress. Yeah, I just want relief from my stress. Ein geiler Ausblick, Alter. Schon fein. Also es ist chillig, so die Videos, muss ich echt sagen. Es sind geile Vibes und so. Aber für so eine Reaction zieht sich das, finde ich, ziemlich lang. So, es sind zwar nur 8 Minuten 30, aber es ist geil anzuschauen, aber es ist halt so relaxing. Also schon fast zu relaxing für eine Reaction, finde ich. Deswegen waren wir auch gerade schon wieder beim Thema Autos. Was hätte ich von Mercedes-Chat? Soll das eine Frage sein? Oder ist das ein was haltet ihr von Mercedes? Ist das die Frage? Porsche ist OG, ja Mann. Turbo S, ja, Turbo S ist übelst der Killer, aber Turbo S ist halt auch der teuerste. Also nach dem 918 natürlich, aber so von den normalen 911ern ist halt der Turbo S mit Abstand der teuerste. Deswegen so ein einfach so ein Carrera 4S wäre schon Schock. Einfach schön clean. Den GT3 RS habe ich 2003 mit dem Calibra Turbo platt gemacht. Ja, es geht aber ja nicht nur um Beschleunigung und Geschwindigkeit. So. Es geht ja auch ein bisschen so um... Manche Autos fühlt man halt einfach, ne? Und so eine gewisse Ästhetik. Muss ja nicht jeder Porsche geil finden. So. GT2 RS ist teurer. Ja, okay. GT2 RS ist, kann sein, dass er noch ein bisschen teurer. Also die beiden halt. GT2 RS und der Turbo S sind halt übelst teuer. Und alles darunter ist schon eher machbar, sage ich mal. Jetzt will ich aber mal gerade wissen, was ein Calibra Turbo ist hier vom Markus Schelp. Damit kenne ich mich nämlich gar nicht aus. Okay, Opel. Habe ich vorher noch nie gesehen. Mercedes Vario.
Ganz irgendwie Fan. Lambo auch sehr gut. Ja, Lambo hat halt auch so einen gewissen Vibe, aber ich finde, Lambo hat nicht die so denselben Anspruch wie Porsche oder Ferrari oder so. Aber was weiß ich schon. Ich habe ja weder noch. Ich fahre ja nur so einen alten Ami. Opel Corsa. Ich rede gerne über Autos, muss ich sagen, weil das ist immer ein Thema, was mich immer reizt. Ich habe auch, letztes Mal haben wir uns ja das Video von Daniel Abt reingezogen, ne? Mit dem Brabus Rocket 900. 100. 100. Ich habe einen Bekannten, der bei Brabus arbeitet. Und haben auch mit dem gequatscht, aber von dem gab es sowieso nur 10 Stück und die sind auch schon alle verkauft. Wäre halt geil, mal so ein Ding für ein Video oder so zu nehmen. Aber ich habe danach, weil ich das Auto so geil finde, habe ich mir danach das Video, beziehungsweise einen Clip aus diesem Video, habe ich mir einfach aufs Handy geladen. Dieser eine B-Roll, weil ich es einfach so geil fand. Diese B-Roll hier. Moment. Freunde, das war unsere allererste Fahrt. Autos ist echt schlimm, ne? Autos, wenn ich sowas sehe, ich habe immer direkt so ein Grinsen in der Fresse, weil ich es einfach nur geil finde. Solche Karren, so wie der hier, herrlich. Den würde ich auch noch einem 911er vorziehen, auf jeden Fall. Aber seht ihr ja selber, was die Karre kostet, Alter. Kannst du dir ein Haus von kaufen. Scheiß auf Autos, MTB. Na, aber deswegen können wir nicht auf Autos scheißen. Autos sind auch geil. RS7. Nee. Feier ich zwar auch, aber vergleich mal ein RS7 mit dieser Karre hier. Kann der RS7 sich ganz weit hinten anstellen. Können wir mal wieder zu MTB-Content zurückkommen? Also, eine Sache möchte ich mal. Es ist nicht böse gemeint oder so, aber eine Sache möchte ich mal ganz klar klarstellen. Ich habe extra einen Zweit-Channel gemacht, um mich eben nicht auf MTB-Content fokussieren zu müssen. Also wer jetzt denkt, das wäre hier reiner MTB-Channel, ist nicht der Fall. Habe ich auch von Anfang an sogar gesagt, denn ich möchte alles, was mit MTB zu tun hat, ist eigentlich primär auf dem anderen Channel unterwegs. Wenn ich einen reinen MTB-Livestream machen würde, würde ich ihn auch auf dem anderen Channel machen. Aber ich möchte auf diesem Channel wirklich blöd gesagt machen, was ich will. Also gucken, wo ich Bock drauf habe, machen, wo ich Bock drauf habe. Nur, dass das mal so für euer Verständnis, so dass keiner erwartet, dass ich hier nur MTB-Content anschauen werde oder so. Ich will einfach alles schauen, wo ich Bock drauf habe. Es gibt ja auch noch ein Leben rund um MTB herum und nicht nur MTB selber. Und wie gesagt, Autos sind einfach ein Thema, wo ich mich auf jeden Fall, was heißt jetzt nicht unbedingt viel mit beschäftige, aber was mich auf jeden Fall sehr interessiert und das schaue ich mir auch gerne an und deswegen schaue ich mir das auch gerne mal im Stream an. Und ich scheine ja nicht der Einzige sein, der sich hier im Chat für Autos interessiert. Wenn ich mir die Diskussionen hier angucke, dann scheint ja viel Auto-Affinität hier bei vielen am Start zu sein. Mustang feiere ich gar nicht mehr. Mustang habe ich früher richtig gefeiert. Aber noch den alten, diesen, was heißt alten? Ich weiß nicht, bis wann die den gebaut haben. Ich weiß nicht, welches Baujahr das ist. Aber der neue, der ist schon zu europäisch. Den alten mit dieser bulligen Schnauze, den habe ich viel mehr gefeiert als den neuen. Also zum Beispiel, wenn ich das hier angucke, der hier, ich finde, der sieht komplett langweilig aus, so in der Ausführung. Klar, wenn sie hier mit den Luftschlitz und sowas machen, sieht es wieder böser aus, konzeptmäßig. Aber der alte, den fand ich viel bulliger. Was war denn das hier? Ich weiß nicht, bis zu welchem Jahr die so gebaut haben. Jetzt sowas hier. Als Shelby GT. Viel geiler. Sowas hier. Aber die neuen Mustangs, kein Fan. Toyota Supra MK4, ja, da sind wir wieder dann beim Sprintmodell. Nissan Skyline, R32. Ja,
Ja, bei Autos scheiden sich die Geister. Da haben, glaube ich, hat jeder andere Meinung. Also ist eine reine Meinungssache, glaube ich. Gehen wir wieder auf Start. Gucken wir mal, was bei YouTube so auf Start ist. Camaro, nicht so meins. Wo habe ich den Ram her? Hannover. In Hannover gibt es komischerweise einen ganzen Haufen Ami-Ram-Händler auf einem Haufen. Ich weiß nicht genau wieso, aber ich glaube, das hat irgendwas mit dem Import zu tun. Dass sie irgendwie alle nach Hannover eingeschifft werden. Ich weiß es nicht. Und zwar Hannover, wie heißt das? Iserlohn, Langenhagen, da oben die Ecke. Da gibt es einen ganzen Haufen Ram-Händler auf einem Fleck. Wie viel Uhr haben wir es überhaupt? Ich muss mal gerade gucken. 21:47, das geht ja sogar noch. US Motors, genau, ja, da habe ich ihn weg. So heißt der Laden. Ich glaube, ich brauche mal so ein Chatbot. Ich weiß nicht, ob das auf YouTube geht. Es gibt auf jeden Fall so Chatbot-Apps, weil ich immer wieder Fragen sehe, die sowieso in jedem Stream gefragt werden und die dann auch noch mehrmals pro Stream gefragt werden. Und wenn ich die dann schon dreimal beantwortet habe, dann brauche ich, glaube ich, echt so ein Chatbot, der das selber macht. Dann sitze ich ja nachher nur noch da und erzähle 3 Stunden lang die gleichen Antworten auf die gleichen Fragen. Challenger Hellcat. Ich weiß es nicht. Das ist halt auch so ein Geradeaus-Auto, ist das Problem. Ist zwar geil, aber wenn du so richtig sportlich, also geradeaus zieht er wahrscheinlich gut an, aber wenn du so richtig sportlich Kurven fahren willst, ist es, glaube ich, das falsche Fahrzeug. Es gibt ja auch diesen Dodge Demon, so als reines Sprintding, und der zieht halt geradeaus, zieht der halt alles ab, egal was. Aber kurvige Strecke brauchst du damit halt nicht fahren, so. RS6 habe ich früher immer übelst gefeiert. In letzter Zeit ist mein Hype dafür so ein bisschen weniger geworden. Früher war RS6 so das absolute Traumauto, weil das halt alles kombiniert hat. Kombiniert im wahrsten Sinne des Wortes. So als Kombi kriegst du halt alles rein. Kannst du gut als ja, Sportler nutzen, so ein Auto. Kannst du auch nochmal ein Rad hinten reinpacken und so weiter und geht halt richtig gut ab. Aber mittlerweile gibt es auch andere Autos, die ich ähnlich feiere, wie zum Beispiel den E63 oder so, E63S und solche Sachen. Aber R6 auf jeden Fall auch geile Sache. M8 feiere ich auch. Ist halt, ne, ist halt auch kein Kombi, aber ist auch nicht so ein Sportwagen wie jetzt irgendwie so ein, weiß ich nicht. Das ist halt schon ein ganz schönes Schiff, der M8. Aber geil. RSQ8. Ja, schon wieder so ein Monster. Also mein Wuppitz-Traumauto wäre so ein Caddy-Ding. Kombi viel zu lang. Und 3 Bikes, Leute, geht Kombi nicht ohne Fahrradständer. Ja, deswegen halt Pickup oder Bulli. Tesla Cybertruck. Ich glaube, den fände ich gar nicht mal uninteressant, wenn ich den mal in Real Life sehen würde. Ich glaube, wenn ich mir den leisten konnte, hätte ich mir den sogar vorbestellt. Aber die werden den ja nochmal komplett umbauen. Nach der Vorstellung hat der Elon Musk den ja nochmal komplett überarbeitet. Das heißt, er wird gar nicht so aussehen wie die bisherigen Vorzeigemodelle. Was ziehen wir uns denn auch rein oder zocken wir eine Runde? Wir können ja nochmal beim Julius vorbeichecken, wie sein Daily Vlog Lifestyle läuft. Das würde mich mal interessieren. Warte mal, ich muss mal gerade Chat gucken. Ryan Taylor, Krankenwagen. Wie findest du den El Camino? Davon gibt es aber keine neuen, oder? Weil ein Kollege von mir hat den El Camino. Aber das ist ja so ein Oldschool Muscle Car, ne? Ich wüsste nicht, dass es davon so ein neueres Modell gibt, oder? Oder gibt es das? Hast du Tipps für Barspin, weil ich den nicht schaffe? Am besten mal die alten Videos auf meinem anderen Channel gucken für Tutorials. Warum sind E-Autos immer hässlich? Ich finde den Porsche Taycan jetzt nicht so hässlich. Ich finde der schon hübsch. Ein Hübschi. Als ob dein Pickup kleiner wäre als der RSQ8.
Nee, das habe ich auch gar nicht gesagt. Ich finde ja auch so dicke Schiffe, finde ich auch geil. Also ich feiere so, also ich mag sogar keine kleinen Autos. Ich bin kein Fan. Ich mag so dicke Schiffe. Curly schauen wir jetzt nicht nochmal, weil wir gerade schon ein komplettes Video geschaut haben. Kennst du Stevie Schneider schon? Ja, habe ich schon mal gesehen mit seinem Video, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, wo er da verfolgt wird von diesem einen Typen, der ihn dann nachher überfährt am Ende des Videos. Ich weiß nicht mehr, wie das Video heißt. EKs sind immer ein bisschen klein, ja, das stimmt. Taycan ist das einzig geile Elektroauto. Ja, optisch ist es, glaube ich, schon echt der schönste. So, ich will noch mal kurz beim Julius reingucken, wie so sein Daily-Ding abläuft. Er hat ja auch ein Video gemacht hier, quasi die Reaction. Ah, die seht es gerade nicht. Die Reaction auf die Reaction. Also, wir schauen noch kurz beim Julius rein und dann gehen wir mal rüber zum. Hast du mir jetzt gerade ein? Das ist so. Stevie Schneider. Vorgeschnitten? Du lachst doch noch! Ausmachen, ich muss ja meine Brille holen. Das siehst du gleich ganz anders aus, als du vielleicht möchtest. Das ist ein bisschen ehrenlos. Meine Mutter schneidet mir jetzt einfach die Haare. Und ich bin echt gespannt, wie das sieht. Ja. Deswegen kommt es mir sehr hoch vor diesmal, aber ist ja okay. Muss man den Übergang nicht recht, okay? So, ungefähr. Nein, ja. Okay, wir skippen jetzt mal den Haarschneidepart oder geht es da die ganze Zeit nur um die Haare? Hoffentlich. 20 Euro zahlst, weil du ja inzwischen 18 bist. Dann was, Bruder? 5 Euro für die Klinke. Was soll ich sagen, Bruder? 5 Euro für dein Ohr. Ich bezahle doch nicht 5 Euro für den Übergang, denn ich, also 5 Euro kriege ich dann noch. Was, Bruder? Wenn du die jetzt alle auf einmal nach oben stehst, dann sieht das aus wie... Was, Bruder? Was soll ich sagen, Bruder? Tablet. Was für Tablet? Das, was du da jetzt machst, wird ein Tablet. Da kannst du gleich ein Glas draufstellen. Ein Cola-Glas drauf. Vielleicht hält es ja. Friseur. Und der hat ja auch schon voll ins Ohr geschnitten damals. Also aber der hat die richtig ins Ohr geschnitten. Dagegen ist meine Klinke ja harmlos. So, reicht. Reicht. Mein Tag in den Start heute war echt richtig scheiße. Aufgestanden mit so einem richtigen Gefühl von Bauchschmerz. Das ist einfach nur richtig scheiße. Ich habe kacke geschlafen, mal wieder viel zu kurz und dann wirst du einfach nur wach und denkst dir so, dieser Tag kann wieder sofort zu Ende sein. Es wurde dann über den Tag immer schlimmer und jetzt ist es auch, es geht so mittlerweile, aber es ist trotzdem immer noch nicht. Deswegen kam halt jetzt nicht so ein krasser Alltagsvlog, so wie ich es eigentlich dachte. Dann ist meine Motivation genauso weggeflogen wie diese Wasserflasche. Aber ich gehe auf jeden Fall jetzt erstmal noch auf ein paar Kommentare ein. Da sind wieder einige interessante dazugekommen unter dem letzten Video. Und zwar fangen wir an mit dem Markus Möller. Er hat gefragt, wieso hast du zwei Betten? Ja, das ist richtig. Also da steht noch mein zweites Bett. Liegt daran, ich wollte ein größeres Bett für mich alleine haben. Und dann mein zweites Bett, was damals mein erstes war wiederum, habe ich dann jetzt praktisch als Gästebett umfunktioniert. Also vor allen Dingen eigentlich jetzt immer nur genutzt von Julian, weil der ist so oft hier, da willst du halt auch irgendwann nicht mehr auf einer Isomatte oder so pennen. Da wir uns ja mittlerweile seit 7 Jahren kennen, dachte ich mir so, wenn er doch schon so oft hier ist, warum sollte er dann kein eigenes Bett haben? ECV-Original schreibt, hast du eigentlich schon einen Führerschein? Nein, meinen Führerschein habe ich noch nicht und zwar aus dem Grund, jetzt hat das Geld für die Anmeldung schon klar. Nur ich habe halt das Geld für die Fahrstunde noch nicht, aber das ist jetzt auch erstmal Nebensache. Das Schlimmste ist eigentlich, dass ich derzeit keine Fahrschule finde, weil die irgendwie alle komplett überrannt sind wegen Corona und irgendwelche Vorschriften haben, die halt derzeit ziemlich streng sind. Was bedeutet, dass ich jetzt versuche, schnellstmöglich an eine... Ey, das ist kacke, das habe ich gar nicht gedacht, aber oder bedacht. Aber ich habe ja im Sommer auch meinen Motorradführerschein endlich mal gemacht, also für die offene Klasse. Und es war am Anfang auch echt Struggle, weil man konnte zwar die Sachen für den Führerschein machen, ich habe das auch relativ fix durchgezogen, aber man konnte am Anfang nirgendwo einen Erste-Hilfe-Kurs machen und den brauchst du halt, um den Führerschein zu machen. Also zieht sich das im Moment halt für die ganzen Leute, die den Führerschein machen wollen, übelst in die Länge, was halt richtig nervig ist, weil auf so einen Führerschein ist halt so verdammt wichtig. So ohne Führerschein, ich wüsste nicht, was ich ohne machen soll. Und ich habe schon, ja egal, ja, brauchen wir nicht weiter drüber reden. Ranzukommen, aber bin halt derzeit noch nicht einen Führerschein haben. Dann kamen natürlich extrem viele Kommentare für den Algorithmus, was natürlich perfekt ist, weil man merkt auf jeden Fall... Das ist blöd, dass du keinen Führerschein hast.
Ich habe nämlich in letzter Zeit viel überlegt und ich hätte vielleicht Arbeit für dich. Aber vielleicht hättest du dann auch, da hast du vielleicht auch Geld für den Führerschein. Ich hätte, ja, keine Ahnung. Aber du brauchst halt einen Führerschein, ohne geht's nicht. Auf jeden Fall, dass es anschlägt, weil die letzten Videos, die haben bessere Aufrufzahlen bekommen und haben mehr Reichweite. Es geht mal ein bisschen durch. Von dem der Stelle. Jos Speere. Remoulade kaufst oder Remoulade, wo ich den Blog beende, und zwar mit dem Kommentar von Luca MTB. Kommi für den guten alten Algi. Und zwar, der Algi, der muss weiterlaufen, von dem er schreibt weiterhin Kommentare für den Algi. Und an der Stelle würde ich sagen, wir sehen uns morgen. Würde ich sagen, lasst ein Like und ein Abo da. Schickt das Video an alle Leute, die ihr kennt, und an WhatsApp-Gruppen, teilt es auf Instagram. Markiert mich gerne, und von dem her sehen wir uns morgen im Video. Haut rein und ciao. Okay, Julius, du brauchst einen Führerschein, dann können wir weiterreden. Stevie Schneider. The Exfluencer 2. Haben wir das? Habe ich das schon geguckt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wahrscheinlich schon. Ja, wenn es schon ein Jahr alt ist, dann habe ich es auf jeden Fall schon gesehen. Ja, ich glaube, die habe ich aber beide schon gesehen. Also Trippin ist richtig geil. Feier ich übelst. Gast bei Stevie Schneider, Two Beers Tuesday. Exfluencer 1 habe ich aber, glaube ich, auch schon gesehen. Und ich glaube 2 auch. Ja, safe. Egal, wir schauen trotzdem rein. Stevie Grüß Schneider. Oberland, grüß Gott in Österreich. Oder genauer gesagt, aus dem wunderschönen Schladming. Crink visuals. Schau mal da rechts. Great difference. Das sind massive Erdbewegungen. Es ist wunderschön. Hallo Stefan, wir sind auch noch hier. Uns einfach davon. Der Matthias Gaber ist ein Genital. Ein Genital. Oh Mann. So was hat es in Österreich noch nicht gegeben. Exklusiv für Disney. Danger! Funktioniert der Radl jetzt? Wie du weißt, habe ich es gestern ordnungsgemäß geservist. Alter, der Kerl! So, das dürfte reichen! Dauerwerbesendung. Die schnelle Hosen hat er heute. Hallo, schön wedeln. Ey, derjenige, der das schneiden musste, ne? Ciao, Alter. Was für ein unangenehmer Job in dem Moment. Ja, Frankie, Ball, so wird das nichts. Aber warum? Ich brauche Verstärkung. Der Kerl, was eine Legende, Alter. Ey, dieser Mensch.
Radfahren, oder? Jetzt gehen wir Radfahren. Die Drone-Shots sind ja mal richtig geil, Alter. Bock auf die Jumpline? Ja, schon, aber auch jein. Also ich war nicht ganz so begeistert, als ich dieses Jahr dort war, muss ich sagen. Also ich habe ein bisschen mehr erwartet von der Jumpline. Kann natürlich sein, wir waren an einem Tag, wo es durchgehend nur geregnet hat und die ganze Zeit nur nass war. Aber ich fand, die Jumpline hat noch nicht so ganz gepasst. Die ist noch nicht so ganz ausgereift. Ja, das kann, also an manchen Stellen bist du halt zu schnell und dann wieder zu langsam. Aber was ich halt nicht verstehen kann, ist, dass du halt an der Stelle, wo du erst zu langsam bist und dann trotzdem an dem Sprung danach noch zu schnell bist, dann passt halt irgendwas nicht. So. Aber ich denke, das kommt mit der Zeit, weil so eine Jumpline auf 1 hundertprozentig perfekt zu bauen, ist auch schwierig. Ich denke, das kommt so mit den Jahren, dass da immer wieder was verbessert wird. Hoffe ich zumindest. Stevie Schneider, Visionary Director, Philanthropist, Role Model. Alles klar, Digga. Bruder, warum? Warum? Oh, wenn's sein muss. Ja, aber ein geiles Video auf jeden Fall. Oh Mann, dieser Kerl. Also, ich will mir auf jeden Fall noch kurz Lukas' neuen Stadtturm anschauen. Lukas Knopfel. Der Bau vom Traum. MTB-Feature. Ach, ganz kurze Sage noch. Es ist 22 Uhr. Ich mache im Moment jeden Tag so Black Week Deals auf der Ride Gang, im Ride Gang Shop. Und heute haben wir noch bis 0 Uhr Versandkosten frei. Also falls ihr sowieso was bestellen wolltet, könnt ihr das noch bis oder zumindest heute Nacht noch Versandkosten frei machen. Nur, dass ihr nicht sagt, ich hätte es euch nicht gesagt. Wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Ja, genau, schauen wir rein ins Video. Oh, Episode vom Baumein. Also, Whale Tail an sich ist fertig. Ich habe glaube ich in die erste reingeguckt, in die zweite nicht. Und das ist jetzt schon die dritte. Deswegen bin ich mal gespannt, wie jetzt alles aussieht.
mal in einem anderen Video erwähnt, wir müssen hier immer so etappenweise bauen, denn wir bekommen Unterstützung von lokalen Baufirmen und so weiter. Und deswegen müssen wir eben immer warten, bis, ihr hört es jetzt, ein Radlader oder ein Bagger frei. Wir sind ja hier, ne? Ja. Hier kommen noch 20 cm drauf. Da stehen wir insgesamt 1,20 Meter nochmal höher. Oder 1 Meter, was weiß ich. Geil, ja? Schon geil. Ist gerade schwierig zu beurteilen aus der Perspektive, so wie viel höher der Startturm ist. Als der, als das Whale Tail. Unten, dass der Step-Up hoch auf das Whale Tail einfach viel, viel, viel zu krass wäre. Und dem Whale Tail war da hinten ein Plateau, genau zwischen den Anlaufturm und dem Whale Tail, weil hier das Ganze befindet sich in so einer Hanglage. Und deswegen sind wir jetzt hier so weit unten, dass der Step-Up hoch auf das Whale Tail einfach viel, viel, viel zu krass wäre. Deswegen baggern wir jetzt dort noch 1 Meter, vielleicht 1,50 Meter an Masse hin, sodass wir keinen 5 Meter hohen Step-Up haben. Hier wird noch Erde abgetragen, wird dahin gefahren. Da unten ist ein Haufen Erde, der weggebaggert wird. Und dann haben wir das Flat zwischen Whale Tail und zwischen Anlaufturm. Gebaut werden muss noch die Abfahrt vom Anlaufturm. Oben das Plateau vom Anlaufturm und wir müssen noch den Absprung bauen. Und die Landung wird auch gleich noch mitgebaggert. Also wir haben einiges vor, aber wir sind bald fertig. Wir baggern da drüben den gesamten Haufen weg und verteilen die Plattform. Aber zieht euch mal rein, ich habe auch noch ein Bild, was ich jetzt irgendwie mal reinschneide, wie hoch das Ganze ist. Ich bin 1,90 Meter und da oben geht es dann irgendwann mal los und dann geht es hier rein in die Senke. Bis hier vor, da steht der Absprung und dann geht es da rein. Ordentlicher Step-Up ins Whale Tail. Wir müssen die Erde noch ziemlich gut verteilen, weil der Haufen zu weit hinten lag, der muss einen kleinen Ticken weiter ran. Und ja, jetzt wird hier die Landung richtig schön breit gezogen und modelliert. Es kann sein, wir benötigen noch mehr Erde. Das sind eben alles so Dinge, die manchmal nicht ganz so einfach sind. Über den Sommer haben wir massig Erde ran bekommen, weil richtig viele Leute eben daheim gebaut haben. In ihren Eigenheimen, weil es war ja viel Zeit durch Corona. Das Ganze jetzt noch mal von oben aus, nicht aus der Helmkameraperspektive. Wir haben jetzt gerade noch ein klein wenig gebaggert und haben hier unten alle Schalungen von den Fundamenten abgemacht, dass das ja,
bisschen besser aussieht, sage ich mal. Der Baggerfahrer kann jetzt aber nicht mehr. Wir machen ab hier jetzt Bauabbruch für heute. Wir fahren aber noch 2-3 Runden Fahrrad für das heutige Video und dann müssen wir nächste Woche weiterbauen, weil erst dann wieder alle Leute Zeit haben. Wir ziehen jetzt Schoner an, holen das Fahrrad raus. Die Strecke ist teilweise... Es sieht schon fett aus. Sieht schon geil. Hier aus der Perspektive gerade so, es sieht schon echt tight aus. Wenn ich mir jetzt so vorstelle, wenn der Startturm hier noch der Roll-In so komplett drauf ist, mit dem Kicker hier vor. Das Ding ist, also ich kann es jetzt nicht so aus der Perspektive beurteilen. Ich bin nur der Meinung, der Startturm könnte noch etwas höher sein. Weil der Step-Up doch echt schon recht hoch ist. Kann sein, dass man da vielleicht auch mal reintreten muss. Aber ist ja auch nicht schlimm. Wir gehen jetzt Schoner an, holen das Fahrrad raus. Die Strecke ist teilweise ein bisschen matschig, aber ich glaube, wir kriegen es hin, 3-4 Runden zu fahren. Kalt ist es auch, wie Sau, aber müssen es nochmal nutzen, solange wir vom Wetter her noch halbwegs fahren können. Einfach nur übelst kalt. Alter, das geht gar nicht. Aber geht halbwegs zu fahren, ne? Bis okay, Train. richtig kalter Wind. Das ist sketchy. Jetzt scheint es okay zu sein. Ching. Ich bin halt gespannt, wie dieses Feature am Ende wirklich aussieht, wenn alles fertig ist. Das war's vom dritten Video vom Es sieht schon echt schick aus, muss man echt sagen. Sieht schon echt prime aus. Muss noch einmal alles schön imprägniert werden mit so Holzschutzlack und so und dann. Choc Güzel. Wie viel Uhr haben wir's? 22:14, 2 Stunden dabei. Maximilian Futter, Maximilian Flütter. Adrian Guggemus. Noch mehr Maximilian Flütter. Among Us, Quirly hatten wir schon. Adrian Guggemus. Dann schauen wir mal beim Maximilian Flütter rein. Flütter, ja, Flütter. Sieht auf ersten Blick ein bisschen aus wie Dena auf dem Thumbnail. Mache ich jetzt auch Vlogs. Herzlich willkommen zum ersten Vlog. Moin. Alter. Moin, Meister. Die Drohne hängt erstmal fett im Baum. Ich finde es ziemlich geil. Du bist jetzt im Vlog. Jo Leute, ich habe jetzt mir ein Ziel genommen, jede Woche einen Vlog zu machen und dabei ist der... Okay, wir wissen schon, was das Upgrade für Vlog Nummer 2 ist, oder? Dead Cat. Du bist ein, er wird das Ganze mit mir zusammen... Man kennt ihn. ...machen, also er macht Daily Vlogs, wie ihr vielleicht schon mitgekriegt habt und ich probiere jetzt halt einmal die Woche einen Vlog zu machen. Junge, ich bin absolut krass, Junge, raste auf! Und... Ja, also einmal die Woche wird ein Vlog kommen. Ich versuche es so lange wie möglich durchzuziehen. Schaut bei ihm vorbei, er macht Daily Vlogs. Bruder, aber der Wind. Ich bin einfach der absolute Geist. Seit einer Woche und er zieht es komplett durch. Also viel Spaß mit dem Video. Schaut auf beiden Kanälen vorbei und macht rein. Du bist jetzt im Vlog. Gut, dass ich das gefilmt habe. Wir sind 10 Minuten fertig, da können wir anfangen zu fahren. Jo. Ich saß auch in, wo kommt ihr her? Oelde? Oelde kommt ihr her, gell? Ich glaube, der Park war ja auch schon mal in einem Video, ne? Dann ist das der Park, oder? Ja.
2, 1, drop it. Pull up with a stink eye, pull up with a stink eye, pull up with a pink toe, with me she's sucking a dick. I put some diamonds on her toes, that I hold on and I reach. You was used to pulling your money, bro. I've been getting it since the Tyler, I keep dollars on my head. Been a real one, is my motto. Die guten Zeiten, wo man noch egal was für Musik in den Vlogs verwenden kann, weil es einen einfach nicht interessiert. Ah, ging gerade nicht, ich wollte gerade ASMR machen. Aua. Jo. Spätzi. Was sagen die dazu? Ah, sieht doch gut aus. Die Drohne hängt erstmal fett im Baum. Da. Wo ist die Pumpe? Moin. Was du kannst, kann ich auch. X-Cobra. Wo kommen die überall her, diese X-Cobra-Räder? Oder mit GoPro. Freeflow DH, ja, ich gebe dir durchaus recht mit dem Kommi, aber ist halt sein erster Vlog, deswegen ist er, denke ich, auch für konstruktive Kritik offen, so was Kameraführung und so angeht. Wie gesagt, ist der allererste, also kann man, glaube ich, drüber hinwegsehen. Ich nehme auch an, dass die Kamera keinen Autofokus hat. Was sage ich Autofokus? Bildstabilisator. Das hilft echt schon viel, weil wenn du einfach die ganze Zeit nur die Kamera in der Hand hast, dann bist du halt sowieso schon viel am Wackeln. Deswegen so ein Bildstabilisator macht schon viel aus. Und sonst Gimbal braucht man nicht unbedingt. So, eigentlich kann man ja halbwegs die Hand gerade halten, aber so ein Bildstabilisator macht schon ein bisschen was. Willst du den Flip? Steffen, wir gehen hier flatten. Jawohl! Es sind ja diese... Es ist jetzt wirklich nur konstruktive Kritik so, damit es beim nächsten Mal besser machen wird. Es sind ja gar nicht diese großen Schwenker, die stören. Es sind immer diese kleinen Wackler, diese kleinen Vibrationen, die so stören. Aber werdet ihr beim nächsten Mal ja sicherlich dann besser machen. Es geht mal ein bisschen nach vorne. Nein, der Kabelbinder ist gerade abgerissen und dann konnte ich nicht mehr weiterfahren, weil diese Bremsleitung jetzt in meinen Reifen reingegangen ist hier. Oh Mann, aber die wird da immer noch reingehen. Ja, ich muss das hier mal reingehen. Kein Wunder, wie du gerade da. Halt's Maul! Das Thema von wieder Stress. Die kleinen Nicht-YouTuber. Waffel! Was? Waffel! Ach so, Waffel! Waffel! Du musst weiter weg. Zoomen! Ich kann nicht weiter zoomen, mehr ist da nicht! Jo, was ist da für ein Objektiv?
Du hast es verstanden. Was? Ja, wenn das untersagt. Ich weiß, aber. Wirklich, ich hab einfach nicht gesehen, genau wie dann Speicher. Das passt nicht. Beckum. Erstmal zum Mackie. Okay, ich denke, guter Anfang auf jeden Fall für den ersten Vlog. Aber ja, wie gesagt, das mit diesem Bildstabilisator ist, glaube ich, eine Sache, die echt viel helfen könnte für die Zukunft. Und so ein bisschen Storyline, weil es war das, was hier Freeflow eben auch schon gerade geschrieben hatte. Es ist so ein bisschen zusammenhangslos. Und dann ist es schwierig, 10 Minuten dabei zu bleiben. Weil, ja, Storyline macht schon viel aus bei so einem Video, dass man so ein bisschen vorausschauen kann, was kommt jetzt noch, auf was warten die Leute jetzt oder warum sollen die Leute jetzt noch weiterschauen, wenn sie sich die ersten 5 Minuten angeschaut haben, dass die nächsten 5 Minuten jetzt auch noch was Interessantes kommt. Und deswegen ist so ein roter Faden, der sich durchs Video zieht, halt immer ganz angenehm, wenn es ein Thema gibt. Ein Thema, um das sich das eine Video dann halt dreht. Dann ist das macht das schon viel aus. Ja, und dann sind wir, denke ich, gespannt auf das auf die nächsten Vlogs von Maximilian Flütter, die dann wahrscheinlich ja nur noch besser werden, Stück für Stück mit jedem Video. Man kann ja nicht von Anfang an alles richtig machen, das wäre ja auch komisch. Also, ansonsten geiles Video. Schulprojekt. Die Elena. Wer kennt die Elena? Die Camperi? Wer kennt sie? Eins in den Chat. Wer sie kennt? Sollte man kennen, auf jeden Fall. Die bringt ja jetzt ihren eigenen Kalender raus, unzensiert. Aber das ist ein anderes Thema. Die ist schon eine hübsche. So, ich würde sagen, wir machen zum Abschluss noch ein, zwei Edits und ein, zwei Fails, wie immer. Der Boy hier scheint im Garten unterwegs zu sein. Ist aber leider nur ein Foto. MTB Noah. Street. Enduro Luis. Kann man den Sound ein bisschen runterstellen, damit der euch nicht wieder so ins Ohr schreit. Dann kann ich auch die Mucke dazu anmachen. Das hatten wir schon, das hatten wir schon, das hatten wir. Geil geschnitten auf jeden Fall, feier ich. Hatten wir schon. Okay, müssen wir ein bisschen nach unten aufpassen. Wir gehen jetzt direkt zu den Fails über. Right Gang. Fails. Okay, den checken wir direkt mal ab. Gustav Heimes. Abschmieren. No Food Can. Und der Sattel, man kennt ihn. Jo, ciao. Aber das Rad wird festgehalten, das ist wichtig. MTB Spezi, da war wohl ein Baum im Weg. Oh, Alter. Hat Mini-Sui gemacht und die linke Hand wollte nicht mehr an den Lenker ran. Ist das in... ist das Piesberg?
diese Sprünge hier, das hier. Ist das ein Piesberg? Schubert Leonhard, Fail of the Week. Übung macht den Meister. Aua. Autsch. Okay, einen machen wir noch. Das ist aber, glaube ich, wieder ein Edit. Komm, ein Fail noch. Das hatten wir schon. Das ist auch wieder ein Edit, kein Fail. Auch wieder ein Edit. Ich würde es ja feiern, wenn ihr separieren würdet zwischen Right Gang Fails und Right Gang Edits. Weil so ist es immer so, dass ich will Edits schauen und schaue Fails und umgekehrt. Sick Whips. Max Vielo 2020 Mashup. Was ist das? Ist das Lil Peep mit Nirvana? Ja, ne? Geiles Mashup. Skills 720Bs. Geiles Ding zum Abschluss, würde ich sagen. Feierlich auf jeden Fall. Sowohl die Mucke als auch das Edit an sich. So, Leute. Ich mache heute nicht ganz so lange, denn weil ich wollte morgen relativ früh los, denn ich muss morgen früh nach Oldenburg fahren. Also erst muss ich mir morgen einen Hänger abholen, mit dem ich das Ganze transportieren kann. Dann fahre ich morgen nach Oldenburg. Kommt irgendwer, jetzt sind nur noch 110 hier im Chat, kommt hier irgendwer aus Oldenburg im Chat? Wahrscheinlich nicht, oder? Sehr unwahrscheinlich, dass jetzt noch einer aus Oldenburg dabei ist. Auf jeden Fall muss ich morgen früh nach Oldenburg und deswegen habe ich heute nicht ganz so lange Zeit. Muss ich mal versuchen, früher zu schlafen. Jakob Uvel fragt, was ist mit Discord? Haben wir eingerichtet für die Ehrenmitglieder. Der Link ist jetzt sichtbar in dem Community-Tab. Das können dann halt nur die Mitglieder sehen. Über den Link, der ist jetzt erstmal 24 Stunden gerade verfügbar noch, kannst du dann dem Dingens beitreten, dem Good Boy Discord. Und wir haben heute vor dem Stream schon eine kleine Runde gechattet dort, die schon drin waren, die ersten zwei, drei Leute. Wie gesagt, die Ehrenmitgliedschaft haben, können auf jeden Fall über den Link joinen, weil der wird euch im Community-Tab angezeigt. Und heute schaffe ich Discord aber nicht mehr, denn wie gesagt, deswegen höre ich den Stream ja auch heute früher auf, weil ich mal früh ins Bett will, damit ich morgen früh was schaffen kann. Denn ich hätte das Ganze gerne hinter mir, bevor es morgen Abend dunkel ist. Also, wie kann man Mitglied werden? Dieser Button unter dem, wenn du unter dem Chat, unter dem Stream hier guckst, also unter dem Video quasi, müsste ein Button sein, Mitglied werden. Und dort, klickst du drauf und dann gibt es da halt drei Stufen. Discord ist allerdings nur für Ehrenmitgliedschaft.
Ich glaube, sonst wird das irgendwann zu viel in dem Discord-Chat. Also, das war's aus dem Video. Ich bin ja schon wieder auf meinem Vlog-Alltag unterwegs. Das war's vom Livestream, Leute. Ich wünsche euch noch eine gute Nacht. Wir sehen uns die Tage wieder. Wieder um 20.15 Uhr. Ob es morgen klappt, weiß ich nicht, weil ich nicht weiß, wie lange ich morgen unterwegs bin. Also. Lasst euch nicht ärgern. Man sieht den Link nicht. Jakob Ufel, du musst Ehrenmitglied sein. Also höchste Stufe für den Link. Für Discord. Die Dinge sind ja angezeigt. Die Vorteile, die man je nach Stufe hat. Jo. So viel dazu. Also. Bis zum nächsten Stream. Macht's gut, gute Nacht, schlaft gut, haut rein. Peace.